Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier in Paris, herzlich willkommen hier im Parc des Princes. Mein Name ist Wolf Fuß. Gemeinsam mit dem Kollegen Frank Buschmann darf ich dieses Spiel für Sie kommentieren. Wir haben heute ein Nationalmannschaftsfreundschaftsspiel für Sie daheim im Angebot. Frankreich gegen Deutschland. Eine bessere Partie hätten wir uns nicht aussuchen können. Da ist alles drin. Frankreich jetzt also mit dem Anstoß dieser Partie. Coman. Ball jetzt bei Griezmann. Conte. Rabiot. Kimbembe. So, jetzt die Franzosen am Ball. Rabiot. Hereingabe in die Mitte. Sie machen das Tor, optimaler Start, früh gehen Sie hier in Führung, genau so hatten Sie sich das auch erhofft. Wir blicken noch mal kurz auf diesen Treffer, erst die Flanke und dann ist er stark. Unwiderstehlich, wie er da mit dem Kopf zum Ball geht und dann ist der Treffer nicht mehr zu verhindern. So, weiter geht's. Führung jetzt also für Frankreich. Mbappé. Jetzt vielleicht die Flanke. Verteidiger ist dazwischen. Giroud in der Mitte. Da kann er klären. Gut aufgepasst. Bei der DFB-Elf unangefochtener Rekordnationalspieler ist ja nach wie vor Lothar Matthäus Buschi. Wolf, unglaubliche 105. Er ist zur Stelle, schöne Aktion. Und Eckstoß. Ecke kommt ins Zentrum. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Da erobert er den Ball. Die Franzosen über außen. Mbappé! Parade Neuer, immer noch gefährlich. Goretzka. Viel Übersicht bei diesem Pass. Leon Goretzka. Kimmich, den spielt er gut. Jetzt ist der Gegner am Ball, das wäre eine gute Chance gewesen. Kanté mit dem Ballverlust. Kylian Mbappé-Lotin. Was für eine Aktion. So, gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Gündoğan. Klasse Pass. Coman. Ganz stark gemacht. Das gibt eine gute Gelegenheit. Das ist noch gefährlich. Gnabry. Da ist die Chance. Loris vereitelt diese Großchance. Boah, das war ganz wichtig. Das war eine Glanzparade. Die Ecke kommt rein.
Und das könnte so etwas wie die letzte Warnung gewesen sein, Buschi. Sehe ich ganz genauso, Wolf. Beim nächsten Foul ist die Karte fällig. Abgefangen, das ist Klostermann. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Die Franzosen mit dem Ballverlust. Leroy Sané. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Den Ball kann er gut klären. Und das gibt Einwurf, der Ball im Aus. Mbappé. Rabiot. Das ist Giroud. Da kommt der Pass. Das sah vielversprechend aus, aber nur Ballverlust. Klasse Aktion, Ball ist weg. Jetzt vielleicht mal über Antoine Griezmann. Da passt der klasse auf. Gute Gelegenheit jetzt. Mit der Ecke könnten sie noch ein Tor nachlegen. Die Ecke kommt von Griezmann. Daraus wird leider nichts. Und jetzt bekommen sie die Chance. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Zur Pause haben wir eine ganz enge Führung. Ein Tor nur. Geht da noch was? Glaub schon. Wir haben das grundsätzlich einen Tick besser gemacht in der ersten Hälfte. Aber sind wir ehrlich, ein Tor ist kein beruhigender Vorsprung. Der zweite Durchgang läuft. Anstoß hier für Deutschland. Gündogan am Ball. Sané. Serge Gnabry. Da ist die Flanke ins Zentrum. Gut geklärt, das war wichtig. Ballverlust hier durch Kimmich. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Da ist er zu früh losgelaufen. War nicht zu übersehen, abseits. Kai Havertz. İlkay Gündoğan. Er holt den Ball hier ganz stark. Ja, weiter die Franzosen. Vorteil. Giroud mit dem Zuspiel. Klasse. Ball jetzt bei Griezmann. Der muss da drin sein. Kein Paradeneuer. Immer noch gefährlich. Tolles Zuspiel. Guter Steilpass jetzt Gnabry. Gnabry. Loris vereitelt diese Großchance. Boah, das war ganz wichtig. Das war eine Glanzparade. Ecke kommt. Keeper geht auf Nummer sicher. Faustet diese Ecke erstmal weg. Havertz. Er verhindert die Flanke. Es gibt Einwurf. Der Ball ist im Aus. Jetzt könnte er flanken. Serge Gnabry. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Auch hier steht der Gold richtig. Er kann den Schuss blocken. Die deutsche Mannschaft verliert den Ball. Schöner Pass jetzt. Klasse gespielt. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Gefährlicher Pass von Goretzka.
Serge Gnabry. Und das könnte der Ausgleich sein. Da ist das Tor. Und dieses Tor nach diesem perfekten Vorchecking. Ach, da haben sie die Räume ganz, ganz eng gemacht. Fast schon zwangsläufig der Fehler. Ja, das ist schon bitter, in der Situation den Ball zu verlieren. Wir sehen das nochmal in der Wiederholung. Da stimmt dann natürlich die Zuordnung nicht mehr. Das wird ausgenutzt und es fällt das Tor. Darf nicht sein. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Im Angriff jetzt Kylian Mbappé. Der wird abgefangen, das ist Klostermann. Beim Ballbesitz nehmen sich beide nicht viel und beim Resultat natürlich bisher auch nicht. Unentschieden, alles drin, alles denkbar. Wir sehen viele Offensivaktionen, das macht Spaß. Da kommt der Pass. Sané, war das eng. Jetzt ist Platz für den Konter. Den Treffer hätten sie gerne mitgenommen, aber das Aluminium ist im Weg, verhindert das Tor. Ja, die wären gerne in Führung gegangen. Noch ist nichts entschieden, jetzt Deutschland wieder. Kai Havertz. Geht hier noch was für Deutschland? Sie versuchen es nochmal. Kai Havertz. Ah, oh, er kann klären. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Ginter ist dazwischen. Ball auf Mbappé, oh, das könnte was werden. Ist abseits, da hat das Timing nicht gestimmt. Sie werden hier wechseln. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Beide wollen natürlich diesen Ball. Nun Griezmann. Da ist Ben Yedder. So, die Franzosen kommen nochmal. Kurz vor Schluss, wir haben hier nach wie vor diese Saison entschieden. Oh, viel Platz jetzt. Ball an den kurzen Pfosten. Ah, da landet der Ball dann doch beim Gegner. Kylian Mbappé Lautin. Lässt sich nicht vom Ball trennen, Mbappé. Der Schiedsrichter beendet die zweite Hälfte. Wir haben keinen Sieger.